Ja, seid gegrüßt, meine lieben Padawan, zu einem neuen Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier direkt gleich im Level, im Fluglevel. Wir müssen mit dem Falken entkommen. Im letzten Part haben wir versucht, den Sturmtruppen zu entkommen und sind in dieses Raumschiff, was man aus den alten Star Wars Teilen sicher kennt, entkommen. Und ich habe es eben nicht bemerkt, dass man mit Y schießt. Hat die ganze Zeit die A-Taste gedrückt. Ja. So, und es geht gleich richtig zur Sache. Mit diesem Flug. Ich baller hier mal schön rum. Alle Sterntruppler wegschießen. Diese schönen Zieljäger hier mal in die Luft sprengen. 4 von 8. Und 3 habe ich gar nicht mitbekommen, wie ich die erschossen habe, aber. So, 2 sind noch da. Zack, hier einer und da ist der letzte. Der hat mich gerade zerbombt. Ja. So, den haben wir auch. Ja, das wird heute ein bisschen eine Verfolgungsjagd. Die ersten Minuten des Parts sind dann deshalb ein bisschen unruhiger. Ja, aber deshalb seid ihr ja, glaube ich, hier. Darauf habt ihr euch eingelassen. Das ist Star Wars 7 Lego. Nicht Hello Kitty. Den Aufenthaltsort des Widerstandes kennen nur wenige. Wenn ich hinfliegen soll, sollte ich zu denen gehören. Sag uns, wo deine Basis ist. Wo ist eure Basis? Das Ilenium-System? Ja, das Ilenium-System, das ist es. Flieg uns so schnell dahin, wie du kannst. Standard. Vergib mir. Däumchen nach oben. Ich fühle es schon wieder. Den Sog zur Hellenseite. Der oberste Anführer hat es gespürt. Zeig sie mir erneut. Die Macht der Dunkelheit. Und dann wird uns nichts mehr im Weg stehen. Zeige sie mir. Sir, es war nicht möglich, den Droiden auf Jakku sicherzustellen. Ihm gelang die Flucht an Bord eines gestohlenen Korinthen-Schnipsel-T-Frachters. Der Droide das Zimmer. Hat einen Frachter gestohlen. Nicht direkt, Sir. Er hatte Hilfe. FN-2187. Die beiden waren in Begleitung einer Frau. Oh, ich habe diese Szene im Film geliebt. Der Part ist noch jung, deshalb denke ich, werden es noch so etwa an die 2 Level sein, die wir in diesem Part noch abschließen. Mal sehen. Oh, wir sind hier wieder in einem beweglicheren Level. Reparier den Falken. Ich bin wieder BB-8. Oh, ich mag BB-8. Geile Maus. BB-8, ich muss den Spannungswandler erreichen. Kann ja, oder so. Kann man BB-8 nennen, aber auch BB-8. So. Zack. So. Hier noch. Zack. Moment. So. So. Zack, das hier noch.
Da ist die kleine Kerbe, die gehört hier rein. Ja. So, geöffnet. Ew, das sieht nicht gesund aus. Da hinten gibt es ein Atemgerät. Kommst du mit deinem Greifhaken dran, Finn? Oh, da brauche ich Finn. Finn? Ich hab nur BB-8 und Huey. Finn? Hat sich gerade Finn... Oh, wow. Versuch's mal mit BB-8. Kann er das nicht vielleicht auch machen? Nee, ich brauch... Finn, wo kriege ich denn Finn her? Ah, hier. Zack, hier habe ich Finn. Ja. So geht's. Zack. Hätten wir. Atemmasken. Ich suche die Lüftungsschaltung. Ja. So, die Luft ist rein. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, hier brauchen wir wieder Way für. Drehen. Oder ziehen. Nee, sieht mehr nach drehen aus. Komm. Okay, ja, das war nicht sehr effektiv. So, weiter. Aktiviert. Da ist das nächste Levelpult. So, dann kurven wir da gleich mal hin. Mit BB-8. Nach. Wo soll ich hin? Hier. Nächstes Level starten. Fracht der Schlacht heißt das nächste Level. Die Evarna oder so ähnlich. Kapitel 4. Die Evarna. Finn, Way und BB-8 stehlen einen korelianischen YouTube-Frachter. Vermutlich heißt das nicht YouTube-Frachter, aber lesen wir weiter. Und entkommen Jakku und der Ersten Ordnung. Vorerst in Sicherheit wenden sie sich Notreparaturen an ihren beschädigten Schiff zu. BB-8 einigt sich mit Finn und gibt preis, dass sich die erste, dass sich der Widerstand im Millennium-System befindet. Ich kann die Schrift nicht mehr lesen, die verschwindet am Horizont. Irgendein Schicksal ihren Plan zunichte und so weiter. Ich sollte mal ein bisschen schneller lesen, weil dann, ja. Ist es besser. Auf geht's zum Illinium-System. Jemand hat uns erfasst. Ich habe keine Kontrolle mehr. Kannst du was sehen? Was ist das? Oh nein. Was sollen wir jetzt machen? Uns muss was einfallen. Oh. Joey. Wir sind zu Hause. Und Joey! Wo ist der Pilot? Das bin ich. Du? Ich hab's gestohlen. Von Anker Platt. Und der hat ihn mir gestohlen. Du kannst Duquesne ausrichten, dass Han Solo sich den Millennium Falcon gerade zurückgestohlen hat. Das ist der Millennium Falke. Sie sind Han Solo. Ding. Du musst so schnell wie möglich zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt. Es hat sich doch wohl nicht einer der Ratare losgerissen. Haben Sie etwa Ratare an Bord?
Gefahr. Oh, ganz toll. Die gorvianischen Todesbringer, die sind uns von Nantun aus gefolgt. Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. Und klaut mir bloß nicht meinen Falken. Und BB-8? Der bleibt bei mir, bis ich sie los bin. Dann könnt ihr ihn haben und verschwinden. Han Solo, du bist ein toter Mann. Malateak, wo liegt das Problem? Ich werd's dir sagen. Wir haben dir 50.000 für den Job geliehen. Denkst du, Ratare zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Ich habe nie ein Geschäft mit Kanji Club gemacht. Wieso sagst du es ihnen nicht selbst? Fähnen, der Marisarinda. Ups. Oh, warte, warte. Verriegeln wir die Panzertüren in diesem Korridor, sitzt die ganze Bande in der Falle. Oh nein. Oh nein, was? Na klar. Das waren die Falschen. Mit den Haaren. Indiana Jones. Easter Egg. So. Spiel mit Finn. Und weiter geht's. Das klingt nach einem spannenden Level. Wir müssen den Rataren entkommen. Gasleck. Vorsicht, das ist giftig. Das muss auch brennbar sein. Gasleck. Bitte nicht. Keine Sorge, ich habe immer noch das Atemgerät. Ach so, ja. Was nicht wirklich gegen alles andere hilft. Ja, so, durch sind wir. Atemgerät hat gute Wirkung gezeigt. So. Leck geschlossen. Jetzt kann auch Way wieder durch. BB-8 ist uns abhanden gekommen. Ach ja, genau. Den hat ja Han Solo mitgenommen. Och Mann. Jetzt kann ich BB-8 nicht mehr spielen. Ja. Ich spiele auch gerne Finn. Muss nicht mal BB-8 sein. So. Da brauche ich mal Ray. Muss ich jetzt leider mal kurz mit Ray spielen. Nicht so schlimm. Ich mag Ray auch. Nicht so gerne wie BB-8 und Finn, aber. Und lange nicht so gerne wie Han Solo. Und Han Solo lange nicht so gerne wie Chewbacca. Aber gut. Man kann ja mit allen spielen. Denn dies ja jetzt dürfte jetzt kein Problem sein. Dürfte kein Problem darstellen. Zack, hier rüber. Zack, die Duster mal hier. Einen Weg für Finn finden. Einen Weg für Finn finden. Versteht ihr? Ja. Hat der Zwergfuss mal wieder einen Flachwitz gerissen. Ein Wortwitz. Schlechter, schlechter Wortwitz. So. Hier mal drehen. Oh, ja. Verstehe schon, was das werden soll. Das ist eine gute Idee. Brücke für Finn. Ja, als ob es so einfach sein sollte, dass Finn da durchkommt. Nee. Ach du Scheiße. Erschreck mich nicht so. Alter. Hilfe. What the fuck? Mann. Warum bin ich nur so schreckhaft? Halleluja. Mann. Irgendwann kriege ich noch einen Herzinfarkt deshalb. Nee, hier kann ich gerade nicht durch. Dafür brauche ich das freie Spiel. Und hier wieder durchs Gas. Ach so, es macht ja einen ganz leisen Sound. Habe ich bloß nicht gehört. So. Immer hier. Nein. Ja, so. Sieh! Und zack. Das hätten wir.
So, jetzt müssen wir irgendwie wahrscheinlich das dort blockieren. Mit einem Putzwagen. Okay. Der Plan leuchtet mir noch nicht ganz ein. Okay. Ah, und die... Ah, der Putzwagen hat jetzt das Gas abgesaugt. Oh, wo kommen denn die jetzt her? Zwei von zehn. Ich brauche irgendwas. Ich bräuchte irgendwas, um das Ding noch zu versperren. Das sieht nämlich nicht gesund aus. So. Ja. Oder auch nicht. Ja. Das ist auch nicht gesund, in einen Elektroschock rein zu laufen. Okay. Ray, kannst du mal hier... Genau hier. Yep. Drauf. Zack. Das hätten wir abgeschaltet. Och nö, jetzt kommen wieder die Dinger. Stirbt's. Was seid ihr eigentlich? Was sind das für Dinger? Das sind diese aus dem... Aus dem Intro. Die Typen, die Han Solos Geld haben wollten. Aber was habe ich denn mit Han Solo zu tun? Ja, okay, den sind wir los. Ja, mich kriegst du nicht. So doof bin ich nicht. So, 3 von 10? Habe ich nicht vorhin schon 2 kaputt gemacht? Oder sogar mehr? 6 oder 7 haben wir schon. Egal. Man sollte nicht auf instabile Bretter steigen. So, einmal Way hier hindurch. Oh, ich guck gerade auf die Zeit und sehe, 3 Level schaffen wir an diesem Part garantiert nicht. Ich werde dieses Level noch beenden, aber das sieht nicht nach 3 Level aus. Ja, und jetzt? Komme ich da irgendwie hoch? Hier mal alles zerstören. Vielleicht findet sich da noch was. Das vielleicht wieder kaputt machen. Ja, genau. Dort kann man was dran basteln. Und zack. Sieht so aus, als könnten wir da jetzt durch. Und... Ah! Zieh! Zieh weg, die Scheiße! So, und Sprung! 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 Hier kommt sogar Finn hoch. Da schafft das Way auch. Die kann ein bisschen höher springen. Gut. Och nö, werden wir hier schon wieder angegriffen. 5 von 10. 6 von 10. Da fehlen noch 3. Das heißt, es kommen noch 3. Irgendwo. Was jetzt? Hier dran. Achso, und Way da oben dran. Rätsel gelöst. Zack, der Weg ist frei. Da geht's hoch. Sieht nach Beendigung des Levels aus. Kommst du mit, Way? In Ordnung. So, durch hier. Durch ins da hoch. Und zack. So, dann würde ich sagen,
Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Däumchen nach unten, sollte es euch nicht gefallen haben. Beides eine schöner als der Unterstützung. Naja, schön. Ist es deine Art der Unterstützung? Chewbacca! Han Solo! Wuhu! Wie auch immer das ist. Weiter. Ja, aber erst im nächsten Part. Bis dahin eine gute Zeit, eine gute fürstliche Zeit. Schaut euch diese Videos an, die hier verlinkt sind. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja nicht das nächste Level und den nächsten Part verpassen wollt. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Part. Frachterjagd heißt es dann im nächsten Part. Der Falke ist in der Nähe. Nur ein paar Gänge weiter.